Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, das Soundproblem ist behoben. Es hört sich zumindest jetzt alles wieder etwas zentraler an. So, beim letzten Mal haben wir Sonnenkönig Awad kennengelernt und herausgefunden, der ist auch mal ein Mensch. So, um das mal in aller Kürze zusammenzufassen. Und nun sollen wir nach Scheuerfels gehen. Wir begeben uns auf die Suche nach Truppenanführerin Ersa. Ah, Beaver springen. Siedlung entdeckt, Scheuerfels. Das hier muss Scheuerfels sein. Marats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein. Na, schauen wir mal. Triff Marats Agenten. Fump. Ihr tragt alle unheimlich hübsche Masken. Ich habe schon schönere Ortschaften gesehen, aber... Was soll das? Fump, fump. Überall höre ich es hier in Flammen. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Okay. So. Oh, wir haben eine Spur. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Metallscherben nehme ich gerne mit. Dann folgen wir mal der Spur. Hey, eine Nora. Die kann sich ja gut mit dem Bogen umgehen. Ja, es ist... Es ist ganz okay. Ich habe damit zwar auch schon gefailt wie eine Blöde, aber... Oh, oh, oh. Der sieht tot aus. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollen. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Mhm. Klingt nach einem Plan. Okay, 360 Meter in die Richtung. Also irgendwie. Es gibt hier viel Arbeit, aber keine, die mir gefällt. Tja, das tut mir leid. Ah ja, das sieht aus wie ein Weg. So, Heilkräuter können wir keine mehr mitnehmen. Alle drei Leisten sind voll. Das ist schön. Wobei, ich glaube, es sind mittlerweile sogar vier Leisten. Die drei mit dem Plus jeweils und dann noch die normale Leiste. Also heiltechnisch sind wir ausgestattet. Sagte sie, bis es dann gegen eine große Maschine ging und ihre Leisten dann plötzlich alle ganz schnell wieder leer waren. So, ich denke mal, ich werde mal... ich denke, ich werde mal diese Mission jetzt hier noch zu Ende führen. Ins Grenzgebiet. Oh, schön. Fliegende Maschine. Und anschließend suche ich uns mal ein Grab, damit wir mal so ein bisschen lernen, Maschinen zu überbrücken. Wie schnell es hier plötzlich verschneit und kalt wird.
Sturmvögel. Und ich behaupte, das sind andere Vögel als die, gegen die ich schon gekämpft habe. Die sehen nämlich größer aus. Kann aber vielleicht auch einfach eine falsche Erinnerung sein. Oh lala, was ist das denn? Scannen kann ich es nicht. Ja, entschuldigt, ich bin immer noch dabei, meine Grippe wegzuhusten. Das sieht alles unheimlich einladend aus. Betonung liegt auf unheimlich. Verdammte Maschinen. Sie wurden angekettet. Der Ball ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Aber sie sind übernommen. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Okay. Den Wink habe ich verstanden. Ich soll versuchen, diese Maschinen zu überbrücken. Mal gucken, ob ich an die Maschinen rankomme. Wird nicht so einfach. Ob angekettet oder nicht, wenn die Maschinen sich aufregen, dann können die sich mit Sicherheit befreien. Maschinen. Ganz ruhig. Ich kann die Maschinen nicht überbrücken. Braves Miezekätzchen, brav. Aua. Ich würde die gerne wieder raus. Schon wieder im Wasser. Kuckuck. Zerquetscht. Aua. Renn. Komm, komm ins Wasser, komm. Hey! Hier wird nicht beleidigt. Dankeschön!
Okay, das ist ein Sturmvogel. Nee, halt Langbein. Sturmvögel war die fliegende Viecher. Hallo! Sieh mir in die Augen. Eindringlinge! Lasst die Maschinen los! Sprengt die Ketten! Aua! Mistvieh! Nimm das und das und das! Schon bin ich eine Heilleiste los. Und zielen? Ja. Hey! Nice! Halt's Maul! Hier ist doch schon wieder einer so ein Feuerbringer oder sowas. Okay, Wächter. Wächter, guck mich mal an. Mir geht's nicht gut. Irgendwas an meiner Taktik war gerade nicht gut. In Ordnung. Ich gehe mal den Weg hier oben lang. Solange die Maschinen angekettet sind, können sie mir hoffentlich erstmal nichts anhaben. Versuche mich mal von hinten einfach ins Dorf zu schleichen. Wieder tschüss. Wow. Bin echt weit gekommen. Ganz ruhig, Miezekätzchen.
Zappel mal nicht so viel. Was stimmt mit euch? Hallo, dreh's nicht. Wo ist eigentlich die Verstärkung, die ich mitgebracht habe? Ja, das ist richtig. Ich lasse Tod auf dich herab. Wie sieht ein Tod aus? Ich dachte immer, das wäre so ein Typ in so einem langen schwarzen Mantel und einer Sense in der Hand. Bist du bereit zu sterben? Und du? Die nächste bitte. Hey! Die treffe ich nie! Passiert! Hör mal auf auszuweichen oder dich zu verstecken. Das passt mir nicht. Was ist mit dir passiert? Was soll mit mir passiert sein? Hab sie! Leck mich an den Socken. Also ohne die Verwüsterkanone hätte ich jetzt hier übrigens erneut nicht überlebt. Und irgendwo ist hier noch eine Maschine. So klingt es zumindest. Oh, ich weiß auch wo. Lass mich dich erlösen. Geht's noch weiter. Und? Bleibt mal schön angekettet, Freunde. Es regnet im Haus, ich sag's nur. Der Wald sagt, ihr sollt Dreck fressen.
Schallminen. Danke, ihr rennt. Ich mag ihren, der ist cool. Aua. War ich eigentlich noch Heiltränke? Nö. Also entweder schaffe ich das jetzt oder nicht. Moment. Aua. Verrecke. Er muss da drin sein. Wir müssen durch. Ah, Sekunde, ich nehme mal kurz dieses Scheißstöpsel mit. Diese... Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Nachmenschlichen Oropax. Okay. Schallgerät aus. Das wäre geschafft. Erster! Sie lebt. Aber ob sie jemals wieder hören können wird? Der Wal wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Der Wal schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Der Wal plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avat wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Wag es jetzt hier bloß nicht zu sterben. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein. Bitte. Da haben wir sie. Ich täusche dich nicht. Versprochen. Da haben wir sie endlich gefunden und sie stirbt doch. War leider vorhersehbar. Es tut mir leid. Wir müssen Derwal finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Okay, schauen wir uns mal um. Was für ein seltsames Gerät. Ein Aufnahmegerät. Schön gearbeitet. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Na, probieren wir es doch mal aus. Ich kann es nicht einschalten. Aber ich kann mich hier weiter umgucken. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Vorratskiste. Toll, den Großteil davon kann ich nicht mitnehmen. Nur Notizen über seine Basteleien. Und
versteckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wahrheit. Entschuldigung. Der Wals Tagebuch. Textdatenpunkte Quests. Mein treuer Kunde, Elon Schmied. Ich hoffe, eure Pläne für eure Schmiede in Meridian gehen gut voran. Es ist uns eine Ehre, euch mit der erforderlichen Lohe zu versorgen. Wir haben das Entgelt für die dritte Lieferung erhalten und sind äußerst dankbar für die prompte Bezahlung. Leider haben unsere Jäger Probleme, die Bestellung zu erfüllen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung, aber der Auftrag ist wirklich ungewöhnlich umfangreich. Sobald wir die Lohe haben, werden wir sie, wie abgesprochen, an euer Lagerhaus ausliefern. Mit größtem Respekt, Gerund Jagdmeister. Hauptquell Maschinenanfertigung Clan Charter 17.A21. Ruhe in Frieden, Esser. So, was habe ich jetzt eigentlich alles in meinem Inventar, dass ich die Modifikation nicht mitnehmen kann? Kann ich vielleicht irgendeine Waffe gerade verbessern? Fähigkeitenpunkte kann ich keine verteilen. Herstellen, Modifikationen. Die Waffen sind soweit schon fast alle aufgebessert. Der Seilwerfer, was kann man mit dem so machen? Okay, nischt. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Okay, das sieht... Moment. Okay, das ist die schwächste Rüstung, die ich habe, von der Carter Sturmhüterin mal abgesehen. Und sieht außerdem affig aus. Okay. Fehlen überall Zutaten. Ich kann aber ein paar Fallen herstellen. Kann ich ein paar Rohstoffe verbraten. Und mich dann an anderer Stelle wieder beschweren, dass ich zu wenig Rohstoffe habe. Tragekapazität für Seilwerfer. Okay. Munition. Seilwerfer-Munition. Aber das kann ich leider immer noch nicht mitnehmen. Warte mal, ist eine Schockspule 42, Abriss und Fernangriffsschutz 16. Muss ich mal gucken, was ich habe. So. Guck mal, da war eine Schockspule 42 dabei. Ciao. Feuerschutz. Ciao. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Armer Erend. Hauptquest abgeschlossen ins Grenzgebiet. So, die nächste Hauptquest wäre, die Sonne soll sinken, aber wie angekündigt, werde ich mich darum wann anders kümmern. Jetzt werde ich erstmal wieder Heilkräuter sammeln. Wie blöde.
Oh, ich glaube, durch seinen Waffeneinsatz hat er die Maschinen hier erledigt. Moment. Ich erlöse die Maschine danach von ihrem Leid. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir das heute nicht schon getan. Gott, es wird schon wieder Abend. Aber es ist endlich mal Tag und da wird es wieder dunkel. Ein paar Metallscherben. Schneefall. Die Welt wird weiß. Mhm. Es weihnachtet sehr. Moment, was? Nein. By the way, frohes neues Jahr, ne? Ist ja mittlerweile 2022. Ich bin mit Grippe ins neue Jahr gestartet. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen fürs neue Jahr. Könnte auch ein gutes Omen sein, so frei nach dem Motto, ja, mit einer Krankheit beginnt es, aber dafür ist das restliche Jahr über gesund. Schauen wir mal. So, ein paar Metallscherben noch. Und was hier sonst noch so rumliegt, Zünder. Mehr kann ich nicht tragen. Soll ich noch einen Zünder? So, warte mal, das war es nicht, wo ich hin wollte. Und da versorgt er das Waffenlager. Ja, Kollateralschaden. Brutstätte. So, habe ich das mal als Ziel markiert. Das sind zwar 3 Kilometer. Aber das gibt mir Zeit, Heilkräuter zu sammeln. Ich werde mal die verbliebenen Heilkräuter eben kurz verwenden. Kommt nicht viel bei herum, aber ist egal. So, aber um die Brutstätten und alles weitere werden wir uns dann ab der nächsten Folge kümmern. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge bisher gefallen hat, lasst mir doch gerne Likes und Kommentare da und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn wieder. Bis dahin und bye bye.